Hallo und herzlich willkommen zurück zu Technopharmacraft. Heute ist ein guter Tag. Ich war laufen durch die Welt und habe gefunden ganz viele Sachen. Ja, und zwar erstmal ist hier oben, ja, alles voller cooler Fließi und so. Hier sind überall heiße Quellen. Das ist eine heiße Quelle. Ich glaube, das da ist eine. Also diese weißen Flecken hier sind alles heiße Quellen. Voll geil. Darin regeneriert man schneller sein Leben. Hier haben wir eine Graphithöhle. Eine Höhle, also eine Marbelhöhle, also eine Marmorhöhle mit Graphit und Lapis. Also Graphit-Lapis ist, glaube ich, nur für Farbe da, aber ne, haben. Und ja, ich bin den ganzen Weg hier hoch. Ich war ja auf der verzweifelten Suche nach Limestone und Flux. Und mir ist nicht aufgefallen, dass ich mit dem Marble bereits alles hatte, was ich dafür brauche. Ich habe dann nochmal gegoogelt und dann auch erst herausgefunden, dass ich eben aus Marble sowohl Flux als auch Limestone machen kann. Beziehungsweise Lime Water, das ist, was wir brauchen. Und deswegen bin ich jetzt extrem glücklich. Ich habe mein schlaues Buch geholt. Moment. Und jetzt können wir anfangen mit gutem Stuff. Und, ach ja, genau, ganz wichtig, was... Verwirrung? Ah, hier, gut. wollte ich sagen? Genau, ich habe einen Greatwood Tree gefunden mit Spinnenweben. Das heißt, da war ein Spawner drunter und Loot. Und ich glaube, das ist Loot, den man nicht unbedingt kriegen soll. Also wir haben einmal hier so einen coolen Ring. Wir haben einen Vanilla Chest. Wir haben Vanilla Weed. Wir haben Iron, also Horse Armor. Wir haben eine Taunium Axt. Ein Bucket. So, die größte Frage bei mir ist der Bucket. Kann ich das anziehen eigentlich? Nö, ne? Ist der Bucket. Funktioniert das Ding oder funktioniert es nicht? Das ist die große Frage. Ich habe nämlich keinen blassen Schimmer. Ich schnapp mir jetzt mal eben ein bisschen Saltwater von da hinten und guck mal, ob das funktioniert. Kann ich eigentlich auch hier? Ich glaube nämlich, dass das überhaupt gar nicht funktioniert. So, überhaupt gar nicht. Ja, ich weiß, ich bin auch voll bepackt und mega langsam, aber ist mir jetzt erstmal egal. Dann eben was frühstücken. Kann ich den vielleicht umbasteln? Nee. Kann ich damit überhaupt irgendwas machen? Okay. Kann ich den überhaupt bauen? Eigentlich nicht, ne? Gut. Knoblauch ist weg. Okay, also Bucket mit Saltwater. Nee, okay, ich kann den gar nicht erst benutzen. Schade! Ich habe gedacht, mega lucky, aber leider nicht ganz so mega lucky. Schade, schade. Muss mal gucken, ob die Vanilla Chest funktioniert. Und ansonsten packe ich den ganzen Stoß erstmal weg. Ich hätte mich sehr gefreut, dass vielleicht irgendwas Geiles dabei ist, das man auch nutzen kann. Also wie zum Beispiel ein echter Red oder Blue Steel Bucket. Aber naja. So, dazu kommen wir gleich. Das vergeht ja nicht. Erstmal mein gutes Zeug hier absetzen. Malachit, Lapis, Terra, irgendwas. Whatever. So, Flux. Ach ja, und diese Seeds, Flux Seeds. Ah, cool. Achso, die brauche ich überhaupt gar nicht. Also, wir brauchen einen Hammer, egal welche Qualität, und tun Marbleu. Ne? Und dann kriegen wir zwei Flux. Richtig geil. Richtig, richtig geil. Hupala. Hicks. Das ist noch der ganze Gravel von der Blimp. Nein, nee, das habe ich die Hälfte weggeworfen, weil ich den Scheiß nicht brauche. So. Kann ich damit überhaupt irgendwas machen? Ich kann es in der Blastbahn zu Stahl einschmelzen. Ha, auch nicht schlecht. Gut, 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 gut. Ja. Und zwar, schlaues Buch. Barrels. Wir brauchen Barrels jetzt, und zwar eine Menge. Barrel. Und zwar diese Barrels hier, ganz genau. Haben wir noch Holz überhaupt übrig? Gott, ich hätte noch Holz mitnehmen sollen. Ich hält. Apropos hält. Ich brauche mehr Holz. Warte mal. Keramikwesseln hier. Das können wir da mal wegpacken. Hier. Ja. Dirt. Das ist anderes Dirt aus dem anderen Marble Dirt und Andensit Dirt. Hier, ist ein bisschen davon, ein bisschen davon, ein bisschen davon. Weil die brauche ich, glaube ich, noch. Gravel. Mehr davon. Die können wir noch wegpacken. Und das und die würde ich gerne mitnehmen. So, das weg. Das kann noch weg. Ansonsten kommt das jetzt erstmal da rein. Weil ich damit nichts anzufangen weiß.
Und das. Ich glaube, damit kann ich auch nichts abbauen. Schade eigentlich. Wäre cooler Loot gewesen. Hätte, Fahrradkette. So. Aha, Holz. Gut, ich würde jetzt mal mit dem Hammer probieren, ob der wirklich bei Bäumen funktioniert. Das wäre irgendwie witzig. Das ist eine Schaufel, das ist noch diese Axt. Die können wir mal benutzen, also aufbrauchen. Sonst habe ich noch den Hammer. Gut, wo gehen wir denn mal hin? Ich glaube wieder nach da hinten, oder? Ich bin ein bisschen encumbered, aber wie kriege ich das jetzt weg? Gunpowder? Das habe ich, glaube ich, auch aus der Kiste gekriegt oder so. Ich weiß es nicht. Erstmal muss ich... Moment, das tue ich hier rein. Ja. Kann das auch erstmal hier drin bleiben? So schwer ist das Ganze doch gar nicht, oder? Fragt mich nicht. So. So sind wir jetzt schnell unterwegs. Hui. Schwimmi. Yippie-yay. Ich hätte noch Flachs anbauen können. Damit kann man nämlich, glaube ich, das ganze Jahr über anbauen. Das ist ja das, was auf Gras wächst. Das ist, glaube ich, von den Jahreszeiten nicht beeinflusst. So, und mehr so in diese Richtung. So, von dem kleinen Bäumchen hier können wir noch ein bisschen Blätter abzupfeln. Vielleicht fällt ja noch ein Seedball raus. So, Messer kann... Na, das kann weg, das kann weg. Das kommt hier hin. So. Setzlinge, bitte? Das wäre schön. Ist doch irgendwie die Baumvielfalt hier erhalten. Ah, ich glaube, die Bäume... Setzlinge sammeln ist auch wieder so ein Fall für Offscreen-Arbeit. Ey, ganz furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. Gut, als erstes haben wir mal die großen Bäume hier weg. Und dann freue ich mich sehr, sehr, sehr auf endlich alles machen können. Also ich glaube, uns fehlt nicht mehr viel. Also generell an Zeugs, um... ja, uns fehlt eigentlich nicht... Oh, guck mal, hier ist direkt eine heiße Quelle. Ach, wie schön. Das freut mich ja. Das ist sau cool. Diese dampfenden Dinger, das sind heiße Quellen. Und die sind richtig geil. Habe ich meine Schaufel nicht dabei? Das ist schade. Komme ich denn auch so dann hier ran? Weil hierin kriegen wir nämlich schneller Leben zurück. Weil die so schön entspannend sind. Oh ja. Wellness in der Wildnis. Wildnis-Wellness. Oh, so ist perfekt. Na, fast. Na? Nice. Wenn ich untertauche. Yeah. Das hätte ich jetzt gerne auch in Real Life. Glaubt mal, Freunde. Jetzt ein bisschen trinken. Lecker. Onions. Und noch die andere Dinger. Obwohl, nee. Herrlich. Okay, reicht. Genug entspannt für heute. Weiter an die Arbeit, bitte. So, die großen Bäume hätte ich gerne. Da vorne ist ein großer Baum. Ich hatte doch hier hinten, als ich auf dem Weg war, so einen richtig krass Riesenbaum gesehen. Wo war der denn? Das war so ein heller Baum. Mit großer Verzweigung. Werden die eigentlich größer, je älter die werden? Ich glaube fast nicht, oder? Ich weiß es nicht. Great Wood. Da vorne war der. Das hier. Das da vorne ist er, genau. Der hier, der ist riesengroß. Hallo, Deer. Ja, der ist mega groß. So. Das soll also besser gehen als die Axt? Das glaube ich fast gar nicht. Mit dem Hammer einen Baum fällen und nicht schlecht. Da kriegen wir Sticks raus. Ah, I see. I see, das macht Sinn. Hallo. Ah. Geil, endlich weiß ich, wie ich Sticks kriege. Ey, hat nur noch Zeit. Meine Fresse. Ich dachte schon, ich muss für immer und ewig die Zweige abpflücken von den Bäumen. Alter Falter. Hätte ja keinen Bock drauf gehabt, ne? Oh, es wird dunkel, wir müssen nach Hause. Und zwar ganz fix, bevor die Viecher kommen. Okay. Macht Sinn, ja. Ah, geil. Wieder was gelernt heute. Wir alle zusammen, ne? Richtig gut. Dann gehen wir jetzt mal nach Hause. Und hoffentlich können wir mit dem Holz schon mal einiges an Barrels bauen.
Die brauchen wir für Slime Water. So, was können wir denn mit Lime Water alles machen? Lime Water. Aha, aha, upala. Nicht unbedingt in irgendein Loch fallen, während ich hier versuche, mein Buch zu lesen. Ja. Also, Lime Water und ein Sand sind Mortar. Ja, dann können wir endlich Bricks bauen. Endlich. Lime Water und Hide ist Soaked Hide, ne? Das ist also. Und dann können wir daraus Tannin machen. Fresh Water mit Wooden Log gibt Tannin. Und Tannin, halt, also die Hide, die Soaked Hide in Tannin legen, gibt dann das Leder. Beziehungsweise dann gibt es halt diese Prepared Hide. Und daraus machen wir dann mit einem Messerchen auf einem Holzstamm quasi unser Leder. Das wird cool. Ich glaube, ich habe jetzt einiges vertauscht, aber auf jeden Fall in dieser Reihenfolge. Also Leder wird in Limewater gesoaked, dann in Tannin weiterverarbeitet und dann mit dem Messerchen abgekratzt und daraus gibt es dann Leder. So, das ist die richtige Reihenfolge. So und nicht anders. Gute Nacht und... Ja, ich freue mich! Ich liebe es, wenn man in einem Modpack die Sachen kriegt, mit denen man dann richtig... Hoppala, Entschuldigung, mal kurz mal hoch auf, weiterlegen, Mann! Mit dem man dann richtig viel, also einen riesen Schritt nach vorne kommt. Das liebe ich ja, ja, das ist geil. Geil ist das. So. Mein Barley wächst, die Tomaten irgendwie auch. Das hier wächst irgendwie nicht. Was ist das eigentlich? Garlic. Ja, doch, das wächst sehr gut sogar. Gut. Etwas essen. Yeah. Und was trinken. Yeah. Okay. Also, Barrels. Kurz Wasser nachfüllen. Okay. Immerhin wird er bei 500 HP. Ups. Schon mal etwas. So. Holz haben wir. Säge. Yeah. Kann ich eigentlich, wenn ich die Marble-Gedönse in meinen Mühlstein reintue, da mehr Flux rauskriegen? Ich weiß es gar nicht. Moment. Flux. Nein. Hämmerchen, ja. Oder? Burax, ja, ja, klar. Ansonsten nichts. Ach, schade. Schade, schade, gut. Dann. Platten. Ich glaube, die kann man nicht benutzen, oder? Ich weiß es nicht. Okay, Barrel. Barrel, Barrel. Einfach ein großes U. Das klingt einfach. Gucken, ob wir mixen können. Wahrscheinlich nicht. Axt. Sägen wir natürlich. So. Pine. Die sehen bestimmt ganz hübsch aus. Oh ja, die sind sogar sehr hübsch. 5 Pine Barrels. Sehr nice. Okay, die können wir jetzt am besten... Gute Frage. Wo wollen wir die am besten hin? Nicht so weit weg vom Wasser, denke ich. Also eher... Na, vielleicht auch erstmal hier hin. Ups. Jawohl, nee, das ist keine gute Idee. Keine gute Idee. Wegen dem Pitkillen. Wo dann packe ich einfach den Pitkillen näher zur Dingens. Zur Schmiede. Da ist nämlich alles aus Stein. Habe ich noch? Ich habe noch Dirt, ne? Wo ist mein Dirt? An den See. Wo, Dirt da. Oh Gott, das war falsch. So. Zack, und meine Barrels kommen jetzt mal hier an die Wand. So, hier. Zack. Yeah. Sehr nice. So, das ist quasi, ne, der Liquid Storage. Jetzt brauchen wir unsere Eimer. Eimerchen, somit, womit fangen wir denn einmal an? Wir haben Hide, ne? Ja, also brauche ich, Hide, nein, warte, hier essen und so. Wir haben einmal eine Small Raw Hide und zwei Medium Raw Hide. Sehr gut, also. Kann ich hier Wasser holen? Das wäre sehr schön, wenn das gehen würde. Ja, das geht. Sehr gut, Gott sei Dank. Oh, zack. Zack. Oh, ich brauche viel, viel Wasser dafür. Okay. Ja. Ja, ja, ich sehe. Holen wir den Pot. Wo ist denn der Pot? Der Pot steht da, ne? Ich glaube, damit kann man etwas einfacher Wasser da reinholen.
Halt schon. Seal. Dankeschön. So. Unseal. Direkt. Ja. Okay, das heißt, es wird eine Wasserholerei-Geschichte. Oh Gott. Geht das auch von... Es geht auch von hier, Gott sei Dank. Also brauche ich mich bloß hier hinstellen und Wasser schippen. Ha. Wie viel noch? Einmal. Also 10 Bucket Liter kommen da rein. Gut, gut, gut. Wow. Langsam. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warte, wie meine Nummer? Freshwater, 2 Flux sind Instant Lime Water, okay. Also brauche ich pro Liter, glaube ich, 2 Flux. 900, 1000. 10.000, meine ich. Okay, also, wenn ich jetzt. Flux und so. Flux. Okay. Wenn ich da jetzt Flux rein tue. Out. Flux. Moment, wie viele Liter habe ich drin? Ja. Lime Water. Sehr gut. Okay. Also, wenn wir jetzt Lime Water hier drin haben, also wirklich 2 pro 100 Milliliter, tue ich mal die Medium Raw Height hier rein. Seal. Medium Soaked Height. So, die muss ich jetzt mal durchsoaken, so und so viele Stunden. Hier genauso. Aber dann reicht es ja eigentlich, wenn ich hier ein bisschen weniger Wasser rein tue. Also können wir das mal aufteilen. So. Aber 500. 5000 und dann wie viel Flux? Marble Rock und mein Hammer. So, gut. 10. Es gewittert schon wieder, meine Güte. So, mein Small Ra High Ziel. Okay. Das sind jetzt unsere beiden Lederbällchens. Und dann, was machen wir? Wir machen 8 Stunden dauert das jetzt für die Hide. Wir brauchen Freshwater und Wooden Log für ein Tannin, also für Tannin. Kann man da mal, wie viel? Ich glaube, ein Eimerchen. Ne, wir haben ja 5, ne? Dann, das wollte ich nicht. So, ja, 5. Ziel. So. 8 Stunden, dann wird's Tannin. So, dementsprechend da kann man jetzt hier. Mortar hätte ich noch gern, das ist wichtig. Lime Water und ein Sand sind 16 Mortar. So, das heißt, ich brauche hier nochmal 20 davon. So, Hämmerchen. Sehr gut. Slime Water kann man natürlich auch weiter benutzen, wenn es dann nicht ganz aufgebraucht ist. Was habe ich gesagt? Und ist? Ach, Sand, genau. Sand. Das ist Dirt. Haben wir irgendwo Sand? Sand, Dirt. Wheat. Gravel Dirt. Lock, Andesit, Copper, Flint. Kein Sand? Gar kein Sand? Das ist nur Dirt, ne? Gravel, Dirt, bla bla bla, Chest, bla bla, nur Dirt, aber kein Sand. Okay, dann müssen wir Sand holen gehen. Schaufel. Hab ich die erwischt? Ja. Packen wir, das weg. Und dann haben wir auch schon mal genug gemacht für heute. Ich hole Sand. Und mach noch ein bisschen Mortar, genau. Und pack erstmal hier alles weg, was wir nicht so brauchen. Zack, zack. Und hol Sand. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.